Aussicht, ne. Anschauen, ne. Obe geht, ne. Hallo und Grüße aus draußen. Ich bin Flatterfeier und heute geht's auf ganz eine kurze Tour, nämlich von draußen aus in der Nähe vom Sportplatz in Richtung des Herzogentisch und das Ganze allerdings über die Kamshöhe und auch über den Schanzriedl. Und da nehme ich auch mit, weil es kommt nämlich schon wieder mal ein Auto. Das ist immer das Gleiche, wenn ich zum Reden anfange. Weltwanderweg Kremstal-Donau. Schau, den haben wir schon mal gesehen. Nämlich gestern auf unserer schönen Tour. Wir begeben uns jetzt mehr oder weniger auf ein paar Aussichtskanzeln, die aufs Kremstal hinunterblicken. Und naja, es ist zwar nur eine ganz kurze Tour, aber nichtsdestotrotz was ganz was Lohnendes. Besonders gefallen hätten die Tour auch als Klassiker vom Föhrenteich aus in Angriff nehmen können. Wir haben uns heute für eine nur wenig sportlichere Variante entschieden. Wald, soweit das Auge reicht. Hm? Auffälligerweise heißt der Drosserwald. Da hinten ist mehr oder weniger ab, wie das Gefühl jetzt gar nichts mehr aus, ein paar verstreute Gehöfte. Schau, auch Dross leistet sich einen Aussichtsturm da drüben. Wer vom Föhrenteich aus startet, der kann man da jetzt von rechts um, wenn er den mag, auf einen Steigerl. Und wir haben da vorne Wegweiser. Weitwanderweg, Kremstal-Donau. Noch sehr informativ sind die Wegweiser auch nicht. Hm? Schauen wir einfach. Für alle, die wissen wollen, wo die Abzweigung herkommt. Eigentlich hätte man gedacht, dass da das Poberkreuz angeschrieben wird. Aber dem ist nicht so. Wir haben zwei Markierungen. Ja, weit waren der Weg, Kremstal-Donau. Wir haben es für sich nicht durchgerungen. Waldlehrpfad. Ach, Waldlehrpfad steht in die andere Richtung auch. Da weiter mit Steinmännern begleitet, immer noch. So, jede Menge Wegweiser warten da oben auf uns. Weitwanderweg Kremstal, Donau-Etappe Dross, Gefühl. Ja? Ich hätte eigentlich noch was gesucht, wo auch noch mehr angeschrieben ist als der Herzogentisch, aber die Wegweiser geben sich zugeknöpft. Zumindest sind wir jetzt da beim Poberkreuz. Ja, steht ein Poberkreuz drauf. Ein Kreuz ist so. Wird wohl stimmen. Schau, alte Äpfelbäume. Ich habe nie verstanden, warum das Apfelbaum heißt, wo da immer mehrere umhängen. Es ist nimmer mehr ein Sargqualität. Schönerungsverein draus. Das ist aber schöner, das Bankerl. So ja, hier kommt ein Scheideweg. Der Weitwanderweg, Kremstal-Donau und der Weg zum Herzogentisch gingen da über diese Wiese hinauf. Das machen wir nicht, sondern wir gehen da hinüber. Weil wir wollen nämlich zur Gamshöhe. Wir steigen dann auch von der Gamshöhe auf einem alten Jagdsteig hinüber zum Schanzriedl. Und so viel ich weiß, hat das auf YouTube bis jetzt noch niemand gezeigt. Ja, wenn euch die Gegend davon bekannt vorkommt, und hat der Hochstand da, dann liegt es das daran, dass wir aus genau der Richtung gekommen sind und das von der anderen Seite gesehen haben. Das ist aber aus, wie es regnet, der Hochstand. He? Thank you.
da vorne ist überall die Kuppe. Da ist die Gamshöhe oben. Na, die Jäger sind da sehr gut ausgestattet. He? Da ist wieder die Wiese, wo die Rehe niedergebügelt werden. Ja? Und da müssen wir jetzt geradeaus weiter noch. Ja, was ich da ausgesucht habe, ist unter anderem eine wunderschöne Aussicht auf das zweite Ziel des heutigen Tages, nämlich da drüben, schau, auf den Schanzriedel. Und da habe ich noch was, schau, es gibt das der Herzogentisch. Ja. Da vorne ist er zu sehen. Ach, das ist die größte Brombeere aller Zeiten. Und einfach nur ist zum nicht aus, oder? Da haben wir schon ein bisschen geknickt aus. Hm? Ich glaube, oben ist besser, oder? Das sieht schon ziemlich aus. Aber es geht noch ein Weg weiter, gell? Na gut. Da müssen wir ja dann noch richtig drauf. Aha, Steinmänner. Bergfrei von der Gamshöhe. Na, das ist doch hübsch da. Damit hat sich unseren Blick auf das heimliche Gericht auf. Und magst du eine Kleinigkeit konsumieren? Nein. Nein, danke. Nein. Ich tue da großzügig eine Rast mit Labe und allem anbieten und dann wäre ich so gering geschätzt. Aussicht? Nein. Anschauen? Nein. Runtergehen? Nein. So, nachdem sich Bella beschwert hat, werden wir jetzt eine leichtere Abstiegsvariante wählen. Da hast du auch einen Steig, schau. Siehst du das? Aha. Da geht es wieder hinauf auf den Rücken. Ja, den Teil zurück auf den Kamm kann man sich sparen. Da könnte man auch direkt durch den Wald gleich vorne absteigen. Man kommt auf jeden Fall wieder auf diesen Fahrweg, auf diesen alten. Also, da haben wir einen ziemlich wilden Abstieg bis nach da unten. Aber eh schon eine Spursicht. Also, das ist von da hinten vom Waldrand bis daher. Ja, da sind wir jetzt in einer gottverlassenen Gegend. Da hört man nichts und da sieht man nichts. Weder von Mensch, noch von Tier, noch von Verkehrslärm. Und da soll es jetzt eigentlich auf einen Steiger weitergehen. Schauen wir mal, ob das wahr ist. Ja, auf diesem Weg kann man wahrlich nicht viel. Zu Unrecht, oder? Schau, wie das da cool verwittert ist. Das ist ein dickes Baum. Ja. Schau, da ist der zugehörige dicke Baum. In manchen Büchern beschrieben, das Steigerland, das ist auf der K50 eingetreten. Aber es ist trotzdem ein richtiger Geheimtipp. Kann man die Fahne schon schön sehen, schau. Ja, ein Aussichtspunkt ist da erreicht, da schauen wir doch einmal hin, oder? Jui, ist das schön, hä? Ja, ihr habt doch sicher schon mal was von dem Wort Drehwuchs gehört bei einem Baum, oder? Jetzt will ich euch was zeigen. Ja, tatsächlich. Da ist die Einmündung in einen befahrbaren Weg. Das ist wirklich sehr schön da, gell?
Ja. Aber das TH, was das heißt, würde mich interessieren. Toter Hund? Also tot bist du ja noch gar nicht, oder? Bist du drüben, bist du? Ja? So, da ja. Wir treffen auf den markierten Wanderweg zum Schanzriedl. Jetzt müssen wir dann davor in diese Scharte absteigen und dann können wir drüben hinauf. Aufpassen. Das ist gar nicht so schlimm, oder? Da. Und da kannst du dann eben beim Felsen anhalten, da geht es ja wieder gut. Am Schluss seilversichert mit einer Trittstufe und Klammern. Das letzte Stück des Alpine schaffst du auch noch. Nur jetzt hosten. Genau, das meine ich damit. Du hast alle Zeit der Welt, den Felsen werden sie nicht weggetragen. Der Nässe war es nichts, aber so geht's, gell? Pass auf, dass du nicht auf hast. Am Baum. Ja, ich hab's so gesagt. So, liebe Mami, sehr gut. Hallo, grüß euch. Nämlich den Knopf da oben vom Kappe auch noch reingedrückt. Das ist gemein, ja? Aber ich habe da extra noch gesagt, pass auf, du hast ja auch. Wir sind bei dem Sattel da angestiegen und sind da auf halber Höhe so das ausgegangen und sind da aufgekommen beim Sattel vorm, jetzt eben vorm Schanzriedl. Mhm. Aha, ein Gipfelbuch, noch bist du noch Arsch, das ist ja ein Wälzer. Also drück den ein, damit alles seine Ordnung hat, ja? Nicht, dass deine Leistung ungerühmt bleibt. Ja, der Schanzriedl, immer wieder schön. So, liebe Mami, pass auf, da stehst du nicht. Ja, bau deinen Schädel nicht. Ja, das würde ich dir empfehlen. Machen wir keine Schande, wenn das der Bergwechsel sieht. Naja. Alles halb so wild. Aber wie ein Stativ muss jetzt doch nicht unbedingt sein. Schau mal, für was ist das ein großer Pfeil da? Ist ja nicht so schlimm, gell? Das ist mit dem Seilbüßer. Alpin! Das ist da. Hingel! Ja, genau. Applaus für den Fellow, der sich da furchtlos bergan gekämpft hat. Da traust du zu wenig zu, haben wir festgestellt, Fellow. Schau, wie das schön golden in der Sonne glänzt. Der Herbst ist schon was Schönes, gell? Der Sattel hinterm Schanzriedl ist erreicht. Ja, und diese Markierung sagt, es ging ja in beiden Seiten und das ist ja richtig. Man kann wirklich auch da links raufgehen. Das ist das Rote Kreuz und der Ross angeschrieben. Und eigentlich war das da der Herzogentisch. Ja, und da sieht man nichts mehr, gell? Na gut, also der Herzogentisch ist nochmal eine Herzogenbank. Da ist die Herzogenbank. Und wir machen uns nach unserem kurzen Abstecher wieder über den grün markierten Weg Richtung Tross zurück. Hätte man jetzt vorhin die rechte Variante genommen, dann wären wir ganz genau da rausgekommen. Schanzriedl. Alle Bäume sind bunt, schau. Weit Wanderweg, Kremstal, Donau. Ja, aber den gehen wir nicht. Oh ja, klar gehen wir den da, aber gehen wir jetzt. Bello, links ab! Oh wow!
Sehr gut, funktioniert schon viel besser als vorher. Ja, das ist die vorhin von uns geschmähte Abkürzung. Ist ja auch in alle Farben markiert. Und schon sind wir auf bekanntem Wege. Und dem bekannten Wege folgt man jetzt auch am kürzesten Weg wieder zurück. Im Osten nichts Neues, lauter Leute, gell? Wir sind rechts gekommen, ja, und links. Jetzt gehen wir zum Föhrenteich und spazieren wieder zurück zum Ausgangspunkt. Ja, der Föhrenteich wäre auch eine Möglichkeit gewesen, diese Tour zu beginnen und zu beenden, aber da ist man bei weitem nicht allein. So, die Abzweigung ist erreicht, zum Sportplatz hinauf. Ja, da wälzen sich die Massen auf die Wanderwege, aber wir sind schon fertig. Ja, lieber Bella, wieder mal geht eine schöne Tour zu Ende. Wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Geil. Großartige Tour von hier auf den Herzogentisch mit den besten Abstechern überhaupt, nämlich auf die Gamshöhe und auf den Schanzriedl. Und von daher heißt es, ich bin Flo dabei. Und ich bin Bella. Und vielleicht sieht man sich mal bei einer anderen Tour.